Ja, lieber Bernd, sie ist sehr happy. Ich glaube, weinen muss man nicht. Da freut man sich einfach nur. Was ist das für eine Story, eine Medaille zu holen? Und jeder, der weiß, was sie für eine Verletzungsgeschichte hatten, auch in Cortina, in Garmisch, ging das überhaupt nicht mehr, Skirennen zu fahren. Und jetzt bei der WM noch eine Medaille. Das ist doch irre, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Wirklich ein perfekter Schluss für meine ganze Karriere. Das war wirklich alle Herz, mit Herz gefahren und viel Risiko. Aber ja, ein bisschen vielleicht rund mit der Linie. Muss ich immer etwas finden, mich zu verbessern. Aber also im Ziel gekommen, Ingemar da zu sein mit den Blumen. Und ja, das ist wirklich ein großer Traum. Was war das für ein Auf und Ab jetzt hier die ganzen Tage bei der Weltmeisterschaft? Beim Super-G, wir haben vorher noch mal diesen Sturz gesehen. Da hat schon jeder gedacht, hoffentlich kann sie die Abfahrt fahren. Also wie ging es Ihnen selber an den Tagen? Ja, ich hatte so hohe Emotionen den ganzen Tag. Ich hatte gesagt, ich muss hinunterkommen, weil für mein Herz, es ist schwierig. Und ja, ich habe probiert, einfach locker zu bleiben und den Fokus zu halten, weil mein Ziel war auch, dass ich ins Ziel komme, weil das in den letzten paar Mal war nicht so einfach für mich. So, ich habe cool geblieben und Fullgas gefahren wie immer und dann, jetzt ist ja Zeit zum Feiern. Die ganze Familie ist da, es ist ja auch einiges geplant. Wen haben Sie als erstes angerufen oder was war der erste Gedanke? Ja, meine Hoffnung war nur, dass ich eine Medaille holen kann. Ich hatte gewusst, das war nicht vielleicht der schnellste Lauf und ich war richtig. Aber trotzdem, ja, eine Medaille noch, so, das ist meine achte. Unglaublich, unglaublich. Und jetzt noch voll im Rennmodus oder ist das schon irgendwie im Kopf, dass Sie jetzt Rentner sind, quasi, also Skirentner, Skirennrentner? Ja. Das ist komisch. Ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll. Aber trotzdem werde ich feiern und genießen und schauen wir mal, was meine Gefühle sind in ein paar Tagen.